Einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte euch nur zeigen, was wir für Annabels Geburtstag dekoriert haben. Wir wollten es ja dieses Jahr klein halten, aber wir haben natürlich trotzdem so ein bisschen was geschmückt hier. Einfach so für morgen, für ihre Geburtstagsparty. Denn ich werde morgen definitiv nicht allzu viel mitfilmen, deswegen zeige ich euch das nur ganz schnell, wie wir alles eingepackt haben. Und naja, morgen muss der Stuhl hier noch weg und die Ecke ist noch nicht aufgeräumt, aber ja, wenigstens das hängt alles, alle Ballons aufgepustet und ja, jetzt kann ihre Geburtstagsparty steigen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Da hört ihr auch mal wieder von mir. Also ich habe mich jetzt überhaupt nicht gemeldet die letzten Tage, weil am Samstag hatte ich Vorbereitungen für den Kindergeburtstag zu treffen und oh mein Gott, ich habe dieses Jahr so festgestellt, dass mir Platz gefehlt hat, einfach Raum, wo ich für mich was tun konnte, ohne dass es alle sehen. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, weil mein Mann war mit den Kindern samstags im Zoo. Ich musste aber zum Haus raus früh, bin dann zurück, habe schon aufgeräumt. Dann sind sie heimgekommen zum Mittagsschlaf, zum Mittagessen und sind dann nochmal weg für 3, 3,5 Stunden. In der Zeit habe ich dann weiter aufgeräumt, habe den Kuchen gebacken, habe schon Luftballons aufgeblasen und habe die dann alle in die Abstellkammer gestopft, die aber eigentlich brechend voll ist. Und oh mein Gott, weil Annabelle ist natürlich mittlerweile fix dabei. Sie weiß, dass Mami das macht, ne? Und sie sollte natürlich noch nicht sehen. Dass sie weiß, dass ich was mache, ist in Ordnung, aber sie sollte natürlich noch nicht sehen. Und abends dann noch weiter aufblasen und alles zusammenbinden, hochbinden, Girlanden aufhängen und so weiter und so weiter und so weiter. Zum Glück hatte ich die Geschenke schon eingepackt, aber ich freue mich so, wenn wir das Haus haben und dann, ich weiß nicht, den Dachboden haben oder die Wäschekammer haben oder auch mein Zimmer, wobei ich weiß gar nicht, ob an meiner Tür ein Schloss ist. Aber auf jeden Fall kann ich dann eher mal Ballons aufblasen, Girlanden schon binden, kann das alles da reinlegen und ja, das wird viel leichter. Mei, mei, mei. Aber es hat alles geklappt. Es war ein wunderschöner Geburtstag und am Sonntag habe ich nicht viel mitgefilmt. Also wir haben gefilmt, aber halt für uns, nicht fürs Internet. Ich werde euch nächstes Jahr gerne mitnehmen, wenn es ans Backen geht und an die Deko geht. Wie gesagt, das war dieses Jahr alles eng und klein und kein Platz und alles sehr, sehr eilig. Aber nächstes Jahr nehme ich euch gerne mit. Ob bei Hannah dieses Jahr, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie der Stand im November ist. Schauen wir mal. Aber vom Geburtstag habe ich euch jetzt nichts großartig mitgefilmt. Nächstes Jahr zeige ich euch zumindest die Deko und alles. Aber ich habe halt, ich zeige halt die Kinder nicht. Wir zeigen die Kinder nicht, wir zeigen die Kinder überhaupt nicht. Das ist bei uns so. Und so ein Geburtstag, wenn man die Kinder überhaupt nicht sieht, macht keinen Sinn. Klar, könnte ich euch die Aufnahmen zeigen, wie Annabelle reinkommt und ihre Deko sieht, ihre Geschenke sieht, es total süß. Aber ihr seht ja ihr Gesicht nicht. Ne? Wenn ich alles zensiere, dann hört ihr vielleicht ihre Entzückungsgeräusche und alles. Aber ihr seht ihr Gesicht nicht. Und ihr Gesicht ist ja gerade das, was man da angucken muss. Dieses oh. Ja, und daher finde ich immer, wenn man Kinder zensiert, was ich auch absolut richtig finde, aber dann lohnt sich das teilweise einfach nicht. Weil bei Kindern ist die Mimik halt alles, finde ich. Ne? Deswegen, genau. Ja, und jetzt, gestern habe ich mich nicht gemeldet, weil gestern nicht viel passiert ist. Ich habe gestern versucht, den ersten Kleiderschrank leer zu räumen, was schwierig ist, wenn man nichts anderes hat, wo man die Sachen hintun kann. Das wird jetzt alles so ein bisschen ein Balanceakt werden die nächsten Tage. Denn wir wollen ja morgen am Donnerstag unser Bett wegbringen, Sachen von Ikea ins Haus bringen und nach Möglichkeit die zwei extrem großen Packschränke wegbringen. Aber ich weiß noch nicht, ob das klappt, weil sind da die Klamotten von den Kindern drin. Das heißt, aus meinem Schrank muss ich meine Sachen rausräumen, irgendwo hinlegen, aber halt nicht aufs Bett, weil das muss weg. Ja, und später kann ich meine Sachen dann ins Haus bringen. Ob entweder stehen dann schon Schränke oder ich kann die Kleiderstange nehmen, ganz egal. Aber irgendwie muss ich noch gucken, wie ich das hinkriege. Heute Abend wollen wir rausfahren und ein bisschen putzen, die Zimmer, die es betrifft, und dann wahrscheinlich schon abkleben, dass da kein Dreck mehr reinkommt. Das sollte heute Abend klappen, wenn alles seinen geplanten Weg geht. Schauen wir mal, wie es läuft. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie die Kinder schlafen. Die Schwiegermutter kommt, aber Hanni braucht momentan lange zum Einschlafen. Sie schläft mittags viel, weil es so warm ist. Und abends ist sie dann noch sehr aktiv im Bett und erzählt mir einen vom Pferd. Arme, Beine, Füße, Mamas Beine, Mamas Arme, meine Füße, mein Bett, mein Schnulli, Flasche, nochmal Flasche, nochmal Flasche. Das ist schon so ein Act. Und immer, hey, hey. Und gestern hatte ich meine Wurzelbehandlung an dem Zahn da hinten. Der Nerv war ja schon tot und dann kam die Wurzelbehandlung. Ich muss allerdings sagen, das war nicht so lustig. Da war das Nervziehen ehrlich gesagt schöner, weil da habe ich nichts gespürt. Da hat er mich zweimal betäubt. Einmal hier in die Seite irgendwie, das war nicht schlimm. Und dann die andere Spritze, die war so zum Festkrallen.
Diesmal war es irgendwie umgekehrt. Die erste tat super weh, eine zweite soll es gar nicht geben. Aber er hat dann angefangen, da rumzukratzen und es tat weh. Da hat er gesagt, okay, er muss doch noch betäuben. Da ist wohl noch so ein bisschen Restleben drin. Hat dann da rumgekratzt und gemacht und getan. Und ich kann euch gar nicht sagen, was er alles gemacht hat. Ich habe da Sachen vor meinem Auge entlang wandern sehen. Und ich habe gedacht, was macht er da? Was tut er da alles? Versteckt er mir alles in den Mund? Aber er hat die Kanäle verschlossen, verlötet. Dann kam der Bunsenbrenner. Das macht man ja mit Feuer. Also das ist schon krass, also, was da abgeht. Am besten macht man die Augen zu. Ich habe einfach nur die Raufaser fixiert. Ja, aber trotz der doppelten Betäubung habe ich die ganze Zeit was gemerkt. Also wenn er da in den Kanälen rumgemacht hat, habe ich was gemerkt. Es war erträglich. Tat weh, aber war erträglich. War so ein bisschen wie so ein blauer Fleck, wo man so richtig drauf drückt. Da tat schon weh, aber es ging. Ich habe mich halt die ganze Zeit so festgekrallt an den Lehnen. Er meinte nur, haben Sie solche Schmerzen oder warten Sie auf den Schmerz? Ich sagte, ja, es tut schon weh, aber es geht. Bloß ich krall mich immer so fest, ne, weil es ist halt Zahnarzt. Der hat dann Bunsenbrenner vor meiner Nase und steckt irgendwas Qualmendes in meinen Mund. Oder Nadeln oder sonst irgendwas, kratzt da an meinem Zahn rum. Und ich brauche es dann nicht, dass ich zusammenzucke, weil dieser Schmerz, der kommt ja dann nicht so langsam und wird immer stärker, sondern das ist ja dann, du spürst nichts und auf einmal kommt's richtig. Das ist mir einmal beim Zahnarzt passiert, seitdem bin ich so kritisch mit der Betäubung, weil da war nichts, alles war gut, er bohrt, kommt an den Nerv und zack, da hat die Betäubung nicht gewirkt. Ich habe gedacht, ich sterbe in diesem Stuhl. Oh Gott. Deswegen halte ich mich immer fest, dass wenn ich zusammenzucke, dass ich dann erstmal so nur so am Stuhl hänge und nicht irgendwie so ne? Und irgendwie irgendwas kaputt mache. Man darf nie vergessen, die haben Bohrer in deinem Mund, ne? An deiner Zunge. Das ist alles so eine Geschichte. Ja, ich spüre auch was, der Zahn tut mir weh. Sollte es eigentlich nicht, aber man denkt, weil der Nerv tot ist, sollte er nicht wehtun. Man hat nichts mehr wehgetan. Mir hat der Zahn auch die ganze Zeit nicht wehgetan, aber nach der gestrigen Behandlung tut er weh. Der Arzt hat aber gesagt, es kann sein, dass das so ist. Dann Schmerztabletten nehmen, wenn nicht anders geht, und das sollte dann aufhören. Man darf halt nicht vergessen, er sagt, es ist eine Entzündung an der Wurzel, die ist nicht ohne. Es war auch nicht ganz unkompliziert, an die Kanäle alle dran zu kommen. Also zwei waren tricky, da hat er eine Weile gebraucht, hat er rumgestochert. Der dritte war der leichteste, tat aber auch am meisten weh. Da die Entzündung am Nerv ist, das umliegende Gewebe, das kann schon sein, dass das noch weh tut. Der Zahn, das ist alles gereizt, tut alles weh, das kann schon sein. Ja, aber es ist erträglich. Ich beiß einfach nicht so viel drauf rum. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich der Zahn direkt ist oder so hier unten das Gewebe eher außenrum. Keine Ahnung. Ja, und jetzt bin ich bei Rewe, ihr Lieben. Ich will aber jetzt nichts Großartiges einkaufen. Ich werde euch auch kein Foodhaul machen, weil es lohnt nicht. Ich will wirklich bloß neuen Käse kaufen, neues Brot kaufen, nochmal Schinken für die Kürbispizza, vielleicht nochmal ein Spinat fürs Wochenende. Eier müsste man auch genug haben, aber so Spinat fürs Wochenende, vielleicht ein paar Kartoffeln, dass ich Stampfkartoffeln oder so mache für die Kinder, eine Butter, also sowas jetzt fürs Wochenende einfach und jetzt für die nächsten Tage, weil wir werden viel unterwegs sein, da werde ich keine Zeit haben einzukaufen, denke ich, beziehungsweise die Zeit hat man natürlich immer, aber wäre schon gut, wenn es erledigt wäre, deswegen mache ich das jetzt und dann geht es weiter zu Ikea, weil wir wollen morgen bei Ikea die Sachen holen. Und wir wollen uns da nicht möglichst, wir wollen morgen die Sachen bei Ikea holen und wir wollen uns nicht so lange aufhalten. Wir sind uns aber mit den Türen nicht sicher, deswegen hat mein Mann gesagt, jetzt fahr du halt hin und guckst dir an. Und ich sage, ja, aber du sollst die Türen ja auch sehen. Oh mein Gott, jetzt guck dir die Türen an, schick mir ein Foto, es sind Türen. Also gut, also fahre ich nachher hin und schaue mir nochmal die Türen an, weil ich habe nicht alles online gefunden. Es gibt eine Tür, die mich interessiert hat, aber die finde ich online irgendwie nicht. Und deswegen fahre ich jetzt nochmal hin. Ich will auch noch eine Sache wegen der Korpus mir anschauen. Und dann schreibe ich mir heute Abend online noch die Fächer raus und dann machen wir das morgen zack, 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 zack. Genau. Eine Sache muss mein Mann sich morgen noch anschauen, aber das dauert nicht lang. Genau, das mache ich heute. Und ab morgen, denke ich, nehme ich euch dann auch wieder mit, weil ab morgen gibt es dann vielleicht ein bisschen mehr zu zeigen. Bei Ikea gibt es heute nicht viel zu zeigen. Also wir nehmen dann Annabels Bett morgen mit. Das sieht er dann ja bei uns. Das kennt wahrscheinlich auch so gut wie jeder dieses Bett. Ist das dieses Brimnes-Bett? Keine Ahnung, das mit dem Kopfteil hinten und mit den Schubladen an der Seite. Ich glaube, das kennt so gut wie jeder. Aber das ist natürlich für Kinder super. Sie kann hinten eine Lampe hinstellen, eine leichte. Ich habe ja diese Ikea-Plastiklampen, die wiegen nichts. Die werde ich da draufstellen, dass wenn doch mal was runterfällt, dass nichts passiert. Sie kann sich da Stofftiere hinsetzen. Sie hat die Schubladen und ich denke, das ist ganz gut. Das Bett ist gut für Annabelle jetzt. Genau, deswegen gibt es nicht viel, was ich euch heute zeigen kann. Den Rest der Zeit werde ich dann, das ist ja nicht mehr viel, mit Essen verbringen und damit die Kleiderschränke noch ein bisschen auszuräumen. Dann hole ich Hannah heim, wir spielen.
Und wenn mein Mann heimkommt, gehen sie vielleicht nochmal raus. Ich mache alles fertig, dann kommt die Schwiegermutter, dann bringen wir die Kinder ins Bett und sobald wie möglich fahren wir nochmal raus zum Haus. Genau, ihr Lieben, so der Plan. Und ich hoffe, dass heute von Amazon mein Wischeimer kommt. Denn ich habe ja diesen Lifehide-Wischer, aber ich hatte mir diesen Abstreifeimer dafür noch nicht gekauft, weil kein Platz dafür. Aber jetzt brauche ich ihn. Jetzt habe ich ihn bestellt und er ist unterwegs und ich hoffe, er kommt heute. Aber das weiß man ja aktuell nicht. Wir haben unsere Tortenauflage von Amazon nämlich immer noch nicht gefunden. Amazon guckt, aber mein Mann leitet jetzt den Storno ein und der hat ihm das auch gesagt. Dann gibt uns das Geld wieder. Wir schicken es eh zurück, weil keine Ahnung, wo es ist. Ich brauche es nicht mehr und es taucht ja anscheinend auch nicht auf. Und Amazon kann es ja scheinbar nicht nachvollziehen, wer das Päckchen wohin geschmissen hat. Also bitte Geld zurück. Danke, Sache erledigt. Genau. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, ich schnack jetzt nicht mehr lange, denn wir haben es jetzt auch schon 8.21 Uhr. Ich bin übrigens so froh, dass ich diese Hülle habe. Ne? Ich wurde schon mal nach der Hülle gefragt. Also, willst du nicht mal eine schöne Handyhülle? Ja, ich möchte eine schöne Handyhülle irgendwann. Aber jetzt bin ich über diese Armee-Klopper-Hülle, wie ich immer so schön sage, die übrigens voll zerkratzt ist, echt froh, weil die hält wirklich was aus. Das Handy ist neulich im Haus runtergefallen. Hanna hat neulich ihre Frust gehabt und hat es geworfen. Und da kommt so viel Dreck und Staub dran im Haus. Ich bin so froh, dass ich diese Hülle habe. Das Handy da drunter ist nämlich wie neu. Da ist nichts dran. Es ist alles in Ordnung. Und es ist mir echt wichtig. Ansonsten machen die Kinder damit eigentlich nicht mehr viel. Das heißt, ich werde mir nach dem Umzug vielleicht dann tatsächlich irgendwann mal eine schöne Handyhülle holen. Aber aktuell bin ich echt froh, dass ich dieses Klopperding habe. Auch wenn es hässlich ist wie die Nacht. Was heißt hässlich wie die Nacht? Ne? Meinem Mann gefällt es ganz gut. Mein Ding ist es jetzt nicht, aber es tut mir echt gute Dienste. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, Maske auf. Yay. Jetzt noch das Highlight dazu. Ist das nicht das allerletzte, Leute? Im Moment, ich trage ja sehr gerne Sonnenbrillen. Ne? Das hat jetzt nichts mal mit meiner Augen-OP zu tun, sondern ich trage einfach gerne Sonnenbrillen. Ich war schon immer ein bisschen lichtempfindlich. Ich mag das. Und momentan trage ich, wenn ich unterwegs bin, nie Sonnenbrillen, weil so kann ich dann echt nicht rausgehen, oder? Also mal ernsthaft jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Gott, haben wir heute schönes Wetter. Es ist heute blauer Himmel, Sonnenschein, kühler und richtig windig. Also für Frankfurter Verhältnisse fast schon leicht stürmisch. Nordseewetter, richtig, richtig schön. Und heute ist der große Tag, wo wir unser Bett wegbringen, die großen Schränke wegbringen wollen und die großen Sachen von Ikea holen. Also wir haben ordentlich Programm heute. Ich hoffe, es klappt alles. Ich werde jetzt schnell die Schränke fertig ausräumen. Dann müssen wir sie schnell abbauen und dann ab zu Ikea. Ich habe überlegt, wo ich gestern gestoppt habe beim Video. Mir ist aufgefallen, im Auto mit der Maske relativ abrupt. Ich weiß gar nicht, warum. Jedenfalls, ich hatte euch auf Instagram auch gefragt, ob ihr Masken und Sonnenbrillen zusammentragt. Manche ja, manche nein. Der Grund ist eigentlich ist es egal, man trägt sie ja nur drin. Aber bei uns ist ja zum Beispiel so, wir haben zwei Zentren, das Nordwestzentrum. Das ist schon zum Teil überdacht, aber sehr weitläufig und sehr hoch überdacht. Und das MTZ, das ist ja komplett unter freiem Himmel. Und da haben wir halt auch Maskenpflicht. Ne? Und das ist irgendwie ein total komisches Gefühl, wenn du da durchläufst in der prallen Sonne, unter freiem Himmel, bei 38 Grad. Maske hier und hier auch noch eine Sonnenbrille. Ich komme mir vielleicht vor wie so ein Ninja-Fighter damit. Ne? Also total merkwürdig. Und man kommt sich auch irgendwie total verhüllt vor, weil er überhaupt keinen Wind mehr ans Gesicht reinkommt. Hier stoppt es die Brille, hier stoppt es die Maske. Total merkwürdig. Ne? Aber gut, wenn muss, dann muss. Aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich lege jetzt mal los mit Auseinanderbauen. Beziehungsweise noch die letzten Sachen wegräumen. Total chaotisch. Ich muss echt gucken. Ich hoffe, dass wir es schaffen, dieses Wochenende auch schon ein paar Sachen aufzubauen und dass ich schon ein bisschen Ordnung reinbringe, weil im Moment ist es schwierig, weil das Bett ja auch weg muss. Deswegen habe ich jetzt nur wenig Ecken, wo ich was hinlegen kann. Aber ich lege jetzt mal los, damit wir alles schaffen. Und ich werde immer mal wieder ein paar Sachen mitfilmen für euch heute. Ich weiß nicht, wie viel, denn es wird heute alles relativ zackig gehen, weil wir müssen zu Ikea die Sachen einladen, hier sein für unsere Umzugshelfer, dann dort raus von Sachen ausladen, haben vielleicht kurz Zeit, müssen zurück, den Wagen zurückbringen, dann die Kinder abholen, mit den Kindern zu meinen Eltern, dann vielleicht noch ein paar Sachen machen, dann mit den Kindern schon wieder nach Hause. Also es sind immer nur so kleine Zeitfenster von einer Stunde, zwei, drei Stunden maximal. Na, deswegen, auf geht's. Ihr Lieben, beste Grüße vom Ikea-Parkplatz. Ja, wir sind da.
Wir haben jetzt ein paar Sachen eingepackt. Nicht alles. Uns fehlen noch unsere großen Spiegeltüren, aber die kriegt man jetzt nicht im Lager, sondern beziehungsweise in dem großen Lager, wo man sich selber holt. Die muss man sich geben lassen. Und wir haben dafür jetzt einfach keine Zeit. Die holen wir später. Die passen auch in unser Auto rein. Und wir haben jetzt erstmal nur die ganzen Korpusse, ein paar Türen schon mal, Annabels Bett. Und das soll jetzt erstmal reichen. Bin gerade eingeschlossen hinten im Auto. Ja, also in unser Auto passen nämlich auch die großen Spiegeltüren rein. Und die musste man sich halt jetzt geben lassen. Die haben sie da nicht liegen. Vielleicht, ich weiß gar nicht warum, die sind noch relativ neu. Zudem muss ich auch gucken wegen der Griffe, aber ich glaube, da geht nur ein paar Griffe. Und die ganzen Kindertüren haben wir jetzt auch noch nicht, weil die sind ja nur 1,95. Das geht in unser Auto und die großen müssten... Warte, was ein Zeug. Die haben uns einen Sprinter gegeben, der, also das ist ein E-Sprinter. Wir brauchen den E-Sprinter von Ikea, weil die größer sind und sonst wird unsere Matratze und unser Bett hier nicht mit reinpassen. Und die haben uns einen gegeben, der nicht aufgeladen war, beziehungsweise er war aufgeladen für noch 50, 60 Kilometer und das reicht halt gar nicht. Ja, man muss ja da irgendwie bei Ikea Zentrale irgendwas, ich weiß nicht was, anrufen. Die geben dir ja dann einen Code, mit dem du das Auto öffnest und so weiter. Und die haben heute auch noch technische Schwierigkeiten, das hat jetzt ewig gedauert. Aber egal, on the road. Hat sich auf jeden Fall gelohnt heute. Und das ist noch nicht mal alles, um Gottes Willen. So, Bett ist weg. Ich glaube, mit dem Sprinter war es Maßarbeit. Ich muss mal gleich nochmal reingucken, beziehungsweise, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben ihn schon zugemacht. Ja, sie bringen da gerade alles rein. Und ich glaube, es ist wirklich das Letzte, was reinpasst. Mehr hätte auch nicht gepasst. Krass. Genau, ja. Schön, leeres Zimmer, bis auf das Chaos hier in der Ecke. Ja, wir kriegen von der Schwiegermutter so eine Matratze, so eine 1,60er Ausrollmatratze, die werden wir nehmen für hier. Das ist jetzt in Ordnung, Hauptsache das Zeug ist oben. Alles gut, ja. Ich melde mich heute wirklich nur so sporadisch, aber diese Sache mit dem Sprinter hat uns jetzt echt Zeit gekostet, deswegen wir sind da ein bisschen in Eile. So, ich muss mal reingucken, ist der offen? Ja. Oh, schaut mal. Ja, auch ein bisschen passt noch. Da könnte man fast noch einen Trockner mitnehmen. Oh mein Gott, aber den brauchen wir ja noch. Genau, alles schön foliert. Das habe ich jetzt mit unserem alten Bettlaken gemacht. Da ist mir nämlich das Gummi an der Seite kaputt gegangen. Das werde ich eh wegschmeißen. Sehr gut, da dürfte nichts passieren. Alles gut. Und das bringen wir jetzt noch ins Haus. Schaffen es hoch. Aber hey, da ist doch noch massig Platz. Super. Na gut, dann auf zum nächsten Halt. Oh Leute, 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 Ikea hat uns heute echt einen reingewischt. Ja, weil irgendeiner diesen blöden Sprinter nicht aufgeladen hatte, weil es gibt auch noch die normalen zum Tanken, aber die sind zu klein. Da hätte unsere Matratze niemals reingepasst. Im Leben nicht. Da hätte auch der Rest nicht reingepasst. Genau, ich habe jetzt Hannas Bett zurückgestellt, nachher holen wir die andere Matratze. Ins Bett bringen werden wir sie wohl nochmal irgendwie... heute Abend anderweitig, muss man irgendwie gucken, wie man sich's bequem macht. Aber später ist dann gar kein Thema. Und ja, ich fahre jetzt mit meinem Auto, weil im Sprinter sind eh nur drei Plätze und außerdem, ich würde zwar noch hinten reinpassen, aber ich muss mein Auto mitnehmen. Da ist ja auch Hannas Sitz drin, da ist auch ein Sitz für Annabelle drin und ich muss ja um 2:30 Hanna holen. Annabelle könnte ich auch um 4:30 holen, aber... ich hole sie dann beide früh und dann bringe ich sie zu meiner Mutter und fahre dann nochmal kurz zum Haus raus. So nämlich der Plan. Und das schaffen wir sonst nicht. Eigentlich was anderes gedacht, aber das werden wir jetzt auf gar keinen Fall schaffen, zum Haus zu fahren, auszuladen, ein, zwei Sachen vielleicht noch zu machen, zurückzufahren, den Sprinter zurückzubringen, mit dem Auto zurückzufahren, Kind abholen. Weil ich möchte eigentlich auch erst Annabelle abholen in der Stadt, dann hier rausfahren und Hanna abholen, bevor ich Hanna zuerst abhole, dann in die Stadt fahre, mit Hanna im Schlepptau dann in den Kindergarten gehe. Das, nee. Nee, deswegen... fahre ich jetzt mit meinem Auto raus. Ich muss mir auch was anschauen. Ich will mir auch was anschauen. Ich habe auch jetzt schon alles gepackt für die Kinder bei meinen Eltern. Die brauchen heute nicht viel. Es sind ja nur 3 Stunden oder so. Und deswegen fahre ich jetzt hinterher. Entschuldigung, wenn ich etwas gehetzt bin. Aber Ikea hat uns heute so richtig schön eine Reihe gewischt. Die konnten ja auch nichts für die technischen Schwierigkeiten. Aber Mann, Mann, Mann. Ey. Da denkt man, man hat die und die Zeit und dann ist schon mal eine Stunde später. Aber egal, das Wichtigste ist, wir haben den Sprinter, die Sachen sind im Sprinter, sie sind unten, jetzt kommen sie zur Baustelle und dann alles gut. Es klingelt schon wieder. So, 2 Pakete sind gekommen. Das dicke hier unten ist von Karls Erdbeerhof, da habe ich mich schon drauf gefreut. Und das hier ist unsere Armatur für die Badewanne von Amazon. Da hatten wir nämlich schon mal eine
und haben aber eine neue bestellt, weil die Brause uns nicht gefallen hat. Man hat auf dem Bild nicht ganz erkannt, dass die andere Brause komplett eckig war. Also gleich dick, komplett und eckig. Das war die Cube. Das hat man nicht so gut gesehen und die hat uns in der Hand einfach nicht so gut gefallen. Deswegen gucke ich jetzt gerade mal kurz. Komm raus, mein Schatz. Komm raus, mein Engel. Ob uns die besser gefällt? Na, komm. Ob wir die nehmen können. Moment kurz, ich muss euch mal abstellen. So, das ist die Cosmopolitan. Die liegt besser in der Hand. Jawohl, die ist rund. Das hat man bei der anderen nicht so gut gesehen. Die war komplett eckig. Aber auch hier nicht irgendwie ein bisschen schmaler, sondern komplett gerade runter. Und die lag blöd in der Hand. Die sah irgendwie schick aus. Aber ich dachte zum Reinigen nicht perfekt, weil die hatte dann überall die Ecken. Nicht so cool. Und lag auch nicht so gut in der Hand. Aber die gefällt mir. Ich finde es auch gut, dass der Schlauch nicht so lang ist. Das ist sehr, sehr gut. Jawohl, nehme ich gleich mit ins Haus.